So, Hallöchen, Sibo hier. Ich entschuldige mich schon im Voraus für die Leute von SG, die ich nicht kenne, beziehungsweise die nichts gegen mich haben, mit denen ich nichts zu tun habe und so weiter, weil das geht an diese Leute von SG, die denken, sie wären was Besseres, weil sie Gameplays hochladen von einem Online-Game, wo sie den letzten Kill nur capturen, weil sie die ganze Zeit mit Saw spielen, weil sie so einen behinderten Host haben oder irgendwo im Wald wohnen und denken, sie wären jetzt im Infinity Slayer mit irgendwelchen random Scheiß richtige Pros bei 2v2, aber im 4v4 habe ich noch nie was von denen gehört. Oder weil sie denken, dass sie bei eSports irgendwas zu sagen haben und Leute bannen können wegen irgendwelchen ausgedachten Gründen, in Klammern mal Halo, dieser unprofessionelle Vollspaß. Und sowas regt mich einfach nur auf. Weil, ich sag noch ein kleines Beispiel, dieser Robert M. Sohn oder wie auch immer, It's Barney, aka SG Senju, etc., wie auch immer, der Volltroll heißt, wenn ich mir sein Real-Life-Bild angucke, mit seiner Grimasse, wo er aussieht wie Frankenstein für Arme. Sowas geht mir einfach nur auf den Sack, Alter. Weil. Im Endeffekt, ich kenne ihn nicht mal und er so, ja, wenn ich auf LAN fahre, werde ich dich schlagen, pipapo, weil er nichts anderes macht den ganzen Tag außer pumpen, hat aber so Beine wie Gollum und so eine richtig dünne Taille wie eine kleine Fotze, aber sein Oberkörper mit seinem breiten Rücken nach unten kriegt dann ein paar Bomben von UN und dann war's das. Der soll lieber nicht auf LAN kommen, der kleine Hurensohn, Alter. Sowas regt mich einfach auf. Ich bin eigentlich nicht so jemand, dass ich Leute disse ohne Grund. Das weiß jeder, der mich kennt. Und im Endeffekt auch dieser SG-Emo-Rack, weißt du, er lädt es hoch, ja, sowas ist peinlich, wenn man eine extern mit Rocket macht. Okay, kann er ja damit sich freuen, etc., aber sowas hochladen und dann feiern, als hätte er gerade ein Perfection gegen Ogre 2 gemacht, also sowas ist lächerlich. Keine Ahnung, ich hatte eigentlich ein gutes Bild von SG in der Zeit von Halo Reach, weil in SG kannte die keiner, in Reach kannte die auch keiner. Ich kannte die, weil ich in Halo Reach alle kannte. Das wissen ja viele, soll jetzt nicht wieder eingebildet klingen, ist ein Fakt. Und im Endeffekt, auch dieses Turnier von Sunrise, ich werde mal alles kurzzeitig planen, die Aliens werden mir da schon helfen, sowas geht mir auf den Sack. Entweder macht man was, wenn man was sagt, so wie ich, wir spielen gegen den Clan, nur gegen den, wir machen was in der Community, wir machen hier nicht so ein FFA-Fick. Ich meine, ich habe ja auch nichts gegen Leute, wenn die so ein FFA-Fick spielen wollen und denken, sie wären dann krass so, weil sie kein Team haben oder keine Achterlobbys gegen UN machen wollen, weil sie denken, ich capture das oder so, kann ich ja verstehen. Finde ich schade, weil ich würde mich echt freuen, wenn so ein paar mehr auch mal sagen würden, ey, wisst ihr was, wir haben mal Bock gegen UN Just for Fun zu spielen. Kann man alles machen, ist kein Thema, weil ich bin nicht so abgefuckt wie SG und lade da irgendwelche Infinity Slayer Doubles Game mit Saw hoch und capture nur den letzten Kill, will ich mich nochmal wiederholen, weil ich bin auch nicht so lächerlich wie Fate, der schlechteste bei SG, und denke jetzt, ich kann aufmucken gegen UN, obwohl er schon mit seinen drei anderen Clans von UN so dermaßen meine Faust in den Arsch bekommen hat, dass sich seine lächerlichen random 3-Tage-Clans wieder aufgelöst haben. Dann würde ich lieber den Ball flach halten, wenn ich schon sehr gay heiße, und lieber bei meinem Bereich sehr gay bleiben und einfach die anderen das machen lassen. In Klammern, er bückt sich wieder. Ich glaube, deswegen ist er auch bei SG, weil sonst sehe ich da keinen Grund, warum die den aufgenommen haben. Vielleicht auch aus Mitleid, weil. Noch ein kleiner Tipp, bei SG sind so eine Affen, wie man hier auf dem Bild sieht, denn der eine, den ich auch schon eben angesprochen habe bei Facebook, schreibt mir, er will mich boxen. Darauf sag ich boxe dich lieber mit den Leuten von UN. Danach sagt er mit einmal, ey, pass auf, das könnte ich bei Gericht gegen dich verwenden. Weißt du, er will mir drohen und dann pisst er mir ans Bein, wenn ich ihm drohe. Also irgendwie sieht er genauso aus wie seine Intelligenz, nämlich einfach nur peinlich, Mann. Aber okay, was soll ich noch weiter sagen? Ich hoffe, ihr habt hier ein paar schöne Infos bekommen. Und habt vielleicht mal Bock gegen uns Just for Fun zu spielen. Vielleicht habt ihr auch noch andere Fragen über SG, die mich in letzter Zeit echt ein bisschen abgefuckt haben mit dieser lächerlichen Scheiße. Bis dann und wünsche euch noch einen schönen Tag. Peace.